Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Baphomets Fluch, die Verschwörung der Tempelritter Reforged. Leute, auf das Spiel habe ich so lange gewartet. Ich habe sogar auch unterstützt. Ihr werdet mich hier zum Beispiel bei Mitwirkende, bei Templer Seneschall, sind die Kickstarter-Bäcker mit drin. Werdet ihr mich auch dann hier unten sehen. Underwater Frank heiße ich hier bei dem Abspann. Und ja, wir gehen mal rein, wir gucken uns mal die Optionen an. Am Donnerstag, ich glaube um 15 Uhr, wird das Spiel freigeschaltet. Also das Streaming-Embargo war halt eigentlich bis Donnerstag 15 Uhr. Wurde jetzt ein bisschen aufgehoben, dass wir jetzt am Mittwoch schon, also heute quasi um 15 Uhr, was zeigen können. Wir gehen mal rein, hier ist wie gesagt Ton. Das kennt ihr ja alles. Bild. So, jetzt ist hier zum Beispiel, da haben viele nachgefragt, ob man auch zur Originalgrafik wieder umschalten kann. Das kann ich euch nachher im Spiel nochmal zeigen. Geht wunderbar. Also das könnt ihr hier hin und her schalten, wer lieber das Original spielen will. Dann gibt es hier zum Beispiel noch die ganze Benutzeroberfläche. Zum Beispiel, was alles so für Vorteile gibt, Tastenbefehle, Fußabdrücke, Hilfe beim Gehen, schnell verlassen und so weiter, wenn man jetzt Doppelklick auf den Ausgang macht. Dialog zum Beispiel könnt ihr auch noch viel einstellen, Sprechernamen könnt ihr einstellen, könnt ihr alles so anpassen, wie ihr das wollt. Sprachen gibt es hier, vertonte Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und dann gibt es noch zig Untertitel. Und bei allgemein könnt ihr hier nochmal ein bisschen mit Controller-Steuerung, wenn ihr lieber mit Controller spielen wollt, könnt ihr alles machen. Und Spielweise gehen wir gleich zu. Wir starten jetzt gleich mal das Spiel komplett von vorne. Vielen Dank nochmal an Revolution Software für die Bereitstellung. Freut mich auf jeden Fall, dass ich das Spiel von Charles jetzt schon ein bisschen testen konnte. Ich habe schon meine Lieblingsszene hier in Lochmann. Habe ich schon durchgespielt, also ich bin jetzt hier schon 5 Stunden am Spielen, habe ich schon nebenbei ein bisschen reingeguckt. Wir starten jetzt direkt los. Automatische Speicherstände werden überschrieben, das ist ja nicht so schlimm, ich habe selber noch Speicherstände gemacht. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die komplette Überarbeitung des ersten Teils ohne den Director's Cut, also ohne die zusätzliche Geschichte von Nico. Jetzt kann man hier zum Beispiel das mehr oder weniger auch so ein Schwierigkeitsgrad. Ich nehme klassisch. Ihr könnt, wie gesagt, mit Hilfen spielen. Ne, wer gerne mit Hilfen spielt, kann das gerne tun. Und wir legen direkt los. Wir werden auch am Donnerstag, weil ich schaffe das morgen leider, also heute nicht. Wir werden am Donnerstag auch nochmal im Livestream ein bisschen mehr reingucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Und wenn euch das Spiel gefällt und ihr gerne hier mehr sehen wollt, können wir auch gerne hier eine komplette Let's Play-Reihe machen, wenn ihr Bock habt. So, klassisch und los geht's. Viel Spaß beim Anfang. Jetzt können wir hier aussuchen, nochmal Maus und Controller. Gehen wir direkt rein. Wir gucken uns auch gleich nochmal das mit der Spielweise an. Hier wird man jetzt nochmal, wird das nochmal so ein bisschen erklärt, wie hier was funktioniert. Hier seht ihr das mit Nehmen und Angucken. Das Links- und Rechtsklick ist das, ne? Genau, mit Linksklick und Rechtsklick. Hier nochmal das Inventar. Oben sind hier auch nochmal die Spielhilfen. Wer nicht weiterkommt, kann da sich Tipps holen. Und dann legen wir los, Leute. Paris im Herbst. Die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Das ist noch das alte Logo, das ist das neue. Thank you.
Ja, das Spiel habe ich das erste Mal, glaube 1995 gespielt. Das ist mein erstes richtiges, sag ich mal, mein erstes richtiges Point-and-Click. War eigentlich Indiana Jones und Monkey Island, aber das hat mich damals aus den Socken gehauen. Das war wirklich eine Geschichte mit den Tempelrittern, mit George, mit Nico. Das hat mich so fasziniert. Der gute George. Da rennt der Clown davon. So, jetzt bewundern wir mal die schöne Grafik. Wunderschön. Wie hochauflösend das jetzt ist. Wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. Ich werde nochmal hier ein bisschen die Sprache nochmal ein bisschen lauter machen. Jetzt können wir hier auch nochmal die Spielweise gucken, Leute. Hier könnt ihr jetzt die Spielweise selber einstellen. Ich weiß halt nicht, weil es ja jetzt auch Achievements gibt. Es gibt ja jetzt Errungenschaften bei Steam. Wenn man jetzt klassisch oder Geschichte spielt, ob man denn, wenn man Geschichte spielt oder hier was verändert, ich weiß halt nicht, ob dann zum Schluss noch ein Achievement halt fehlt. Deswegen spiele ich jetzt klassisch und lasse alles erstmal so. Aber man könnte hier zum Beispiel manuelle Hinweis zeigen nach einer gewissen Zeit, ja. Fortschrittsbenachrichtigung und so weiter. Optionsreduktion. Also man kann hier wirklich für Leute, die jetzt da so ein bisschen Probleme haben, weiterzukommen, ne, die können sich hier dann aber auch, zeige ich euch gleich mal, ich mache mal die Sprachausgabe ein bisschen lauter. Die können sich hier oben dann hier aber auch die Hilfen holen, ne? Also wenn ihr nicht weiterkommt. Hier seht ihr nochmal die Steuerungshilfe, hier nochmal die Spielhilfe, hier sind das Menü zum Speichern und sowas alles. So, Leute. Das Kaffee ist explodiert. Der Clown hat hier ja so eine Art Akkordeon zum Explodieren gebracht und wir schauen uns jetzt erstmal alles an. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen. Aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. So, und dann haben wir das. Der Schirm hat mich vor der Wucht der Bombe beschützt, aber jetzt ist er zu nichts mehr nütze. Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre, aber nicht sehr viel. Also ich glaube, einige Dialoge sind jetzt auch neu, glaube ich. Eine Zeitung hat sich um den Laternenpfahl gewickelt. Also ich glaube, einige Dialoge sind neu und ich weiß nicht, was jetzt noch genau alles neu ist. Einige Sachen im Spiel könnten ein bisschen zusätzlich sein. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Okay. Das ist aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest besteht aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Dann fällt mir die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Da steht Salah Eddin, 1345. Also das mit dem Salah Eddin, das gab es vorher, glaube ich, früher schon. Das mit dem Nobelpreis könnte sein, ist das Neues. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen. Aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren.
Hier hinten können wir jetzt noch lang gehen. Wir können auch, ich guck gerade mal, wo hier noch was ist. Hier können wir reingehen ins Bistro. Oben ist nichts. Guck mal, und jetzt sieht man auch dank der höheren Auflösung Bistro, Kaffee, Tabak, Bistro. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich das jetzt hier umschalte auf das Original. Das wollte ich euch nämlich auch nochmal zeigen. Ja doch, man kann es noch leicht, doch, man kann es erkennen. So war quasi die alte Grafik, ja. So war die alte Grafik, ne. Das war halt noch die alte Auflösung. Aber wie gesagt, das könnt ihr jederzeit umstellen. So, wollen wir mal reingehen? Komm, wir gehen mal rein, Leute. So, hier liegt der... Hier liegt die Leiche. Und hier haben wir eine Kellnerin. Das ist die Leiche des alten Mannes. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch vor wenigen Minuten quicklebendig gesehen habe. Und ich glaube, um diese Person, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, im Director's Cut spielt diese Person, glaube ich, noch eine größere Rolle. Die haben auch gesagt, hier sieht man auch den neuen Schatten, ne? Den neuen Schatten. Ich versuche, seinen Blick auszuweichen, während ich die Taschen des toten Mannes durchsuche. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es ist, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hat. Und es kann sein, dass der Director's Cut eventuell nochmal nachgepatcht wird, also die Geschichte mit Nico, ne? Kann sein. So, hier können wir jetzt erstmal nichts mehr machen auf der Seite. Mach das gleiche nochmal, ne? Ich durchsuche seine Taschen. Nichts. Beim Anblick der toten Augen verwandeln sich meine Knie in Wackelpudding. Beim Anblick... Ja. So, hier haben wir jetzt eine Flasche. Wie durch ein Wunder ist die Flasche auf dem Tresen dem Inferno entgangen. Gucken wir uns mal an. Ich fühle das Bedürfnis nach einem handfesten Drink, aber ich kann Brandy nicht ausstehen. Und übrigens, wenn ihr einen HDR-Monitor habt, deswegen habe ich das auch schon mal getestet, würdet ihr auch jetzt HDR haben, wenn das bei euch beim Windows aktiviert ist. Ne? Also ich glaube ab Windows 11 ist das auch mit diesem Auto-HDR und sowas alles. Also das funktioniert. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch getestet, dass das mit HDR funktioniert. Die hübsche junge Kellnerin ist bewusstlos. Naja, hilft dir jetzt erstmal. Ja, krasse Explosion, wie das alles jetzt hier aussieht, ne? Auch hier oben. Wenn das Licht so flackert. Jetzt flackert. Oh mein Kopf. Ach, da. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobart, Ma'am. Oh, Amerikaner? Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen. Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben. Mhm. Sie sehen aus, als könnten sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig, ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Nö, aber als Kind habe ich immer Krankenhaus gespielt. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? Nein. Ich brauche einen Drink. Geben Sie mir ein Brandy. So, ich werd jetzt mal kein Brandy geben. Ich weiß nicht, ob wir dann einen Erfolg bekommen. Ich hatte nämlich jetzt beim ersten Mal spielen, habe ich ihr den gegeben. Jetzt gebe ich ihr den Mann nicht. Sie haben einen Schock, keinen Alkohol. Was ist mit dem alten Mann? Ist er tot? Tja, jetzt können wir lügen. Ja, er ist tot. Oh mon Dieu. Oh Gott. Sie ist wieder zu. Oh, wir haben Erfolg gekriegt. Schätze die Chance, jemandes Nerven zu beruhigen, falsch ein. Lol. Wir haben wirklich den Erfolg gekriegt. Krass. Krass. Sie oh reagiert Gott. Nicht. Wenn ich noch einen Cappuccino will, werde ich mich wohl selbst bedienen müssen. Wie geil, das war ein Erfolg. Das gibt's doch nicht.
Die hübsche junge Kellnerin ist bewusstlos. Sie ist wieder bewusstlos geworden. Ach, hör doch mal auf. Wie durch ein Wunder ist die Flasche auf dem Tresen dem Inferno entgangen. Krass. Okay, gut, dann sind wir hier erstmal durch. Sehr gut. Sehr gut. Gehen wir erstmal raus. So, wenn wir jetzt hier nämlich die Straße runterlaufen, dann kommt die Polizei. Gucken jetzt aber erstmal hier nochmal rein. Ah, sehr schön, sehr schön. Haben wir also schon einen Erfolg mehr. Das ist schon mal gut. Aber der war auch relativ am Anfang, also den hätte man später mit dem Guide dann auch noch machen können. Manchmal gibt es auch so Audio-Hinweise. Hier gibt's nichts Interessantes. Wenn irgendwo was Interessantes ist. Interessantes. Weil der Clown ist ja in diese Richtung gelaufen, ne Leute? Meinen Fingern aufzukriegen, kann aber keinen guten Angriffspunkt finden. Also der Clown ist in diese Richtung gelaufen. Ein schwerer gusseiserner Gullideckel. Das Regenrohr sieht so aus, als ob es mein Gewicht tragen könnte. Da gehen wir mal ran, ne? Ich hole tief Atem und beginne das Regenrohr hochzuklettern. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. Sehr gut. Ich beschließe, dass ich mich mit diesem dusseligen Regenrohr genug herumgeärgert habe. Sehr gut. Das Fenster ist durch solide wirkende Eisenstäbe geschützt. Also aufs Dach ist er schon mal nicht gegangen. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Ich habe das Spiel auch mittlerweile für alle Plattformen. Ne? Ich habe es für die Switch, ich habe es für Handy, für Tablet, also den Director's Cut. Ne? Den zweiten hatte ich jetzt auch nochmal durchgespielt. Mit allen Achievements. Den fünften habe ich jetzt auch nochmal mit den Achievements gemacht. Der fünfte war auch schwierig mit den Achievements. Genauer. Sie sind feucht, ziemlich muffig und einwandfrei leer. Weiß nicht, ob wir heute schon in denen mal Weinflaschen verpackt waren. So weit kommen, aber kann euch dann nachher nochmal, später nochmal einen Tipp geben. Eine alte Mülltonne. Wenn wir mal bei der Stelle sind. Oh, guck mal, was da für ein Gestank rauskommt. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Sehr gut. Ich habe es satt, meine Nase in französische Mischung anzustecken. Okay, da geht er nicht mal ran. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Jetzt geht los. Da, Frankie. Frankie, oh, direkt abgehauen. Direkt weg. Ich habe es satt, meine Nase in... Okay, hier ist nichts mehr, Leute. Hier ist nichts mehr, hier haben wir alles gemacht. So, jetzt gehen wir die Straße runter. Oh! Oh Gott! Keine Bewegung. Keine Bewegung. Nicht schießen. Ich bin unschuldig. Ich bin Amerikaner. Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Sehr gut. Fallen lassen und runter auf den Boden. Den amerikanischen Konsul. Monsieur, ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah, non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché. Marché. Guck mal, wie er da guckt. Der Bauarbeiter, wie er da guckt, Was? Guck mal, sie ist immer noch bewusstlos. Die Explosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Mouet, außerdem erinnere ich mich, der kommt auch in Teil 5 vor. Kam, indem er sich totstellte. Mouet. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Es ist sonnenklar, dass der Killer von seiner Anwesenheit wusste und... Wie oft habe ich Sie schon gewarnt, voreilige Thesen aufzustellen? Alles, was wir sicher wissen, ist, dass der Mann tot ist. Ich fand, es war logisch anzunehmen, dass... Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Maigret zum Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur.
Er war nicht echter als Derrick oder der Alte. Lol, das ist doch neu. Das ist anderes, Moe. Die brauchten ja auch Assistenten. Hä? Egal, nicht einmal Ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen. Ist doch neu, oder? Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Das Mädchen. Oh, oh. Oh, sie ist wach. Sie ist wach. Et maintenant zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stobart. Ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, no? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Ja, das habe ich gesehen. Ja, habe ich gesehen. War er allein? Ja. Und sprach er mit Ihnen? Nein, die Kellnerin interessierte ihn viel mehr. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Ja, den Clown. Ja, da war so ein Typ, der wie ein Clown gekleidet war. Er trug ein Akkordeon. Akkordeon? Oh, das Bild formt sich in meinem Kopf. Sehr gut. Ist das Mädchen in Ordnung, Moe? Oh, sie wird's überleben. Sie bestätigt die Aussage des Amerikaners. Oh, oh. Ein Clown mit einem Akkordeon. Okay. Zweifellos eine raffinierte und exzentrische Verkleidung. Sehr schön. Sehr gut. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit, können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Und übrigens, das Spiel ist auch nicht einmal bisher bei mir abgestürzt. Also auch wenn man rein, raus tappt, 10.000 Mal. Danke. Ne, das läuft. Sie können gehen. Bugfrei. Ich habe auch noch keinen... Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Akademisch? Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden. Also wie gesagt, läuft sehr stabil das Spiel. Auch noch kein Bug, dass ich jetzt irgendwie bei einer Quest nicht weiterkam oder sowas. Da, Nico ist da. Nico. Nico. Der Sergeant ist ein mickriger Mann, der einem kopflosen Huhn gleicht. Entschuldigen Sie, Sergeant. Sie haben den Inspektor gehört. Gehen Sie nach Hause, Monsieur. Haben Sie schon die Aktentasche des Opfers wiedergefunden? Nein, mein Herr. Der Inspekteur hat mir ausdrückliche Anweisung gegeben, diese Tür zu bewachen. Bis er diese Anweisungen widerruft oder bis Verstärkung eintrifft, rühre ich mich also nicht vom Fleck. Ich habe den Clown doch gesehen. Er ist doch gesagt. Auf der anderen Straßenseite gerannt. Sind Sie ihm gefolgt? Er hat mich abgeschüttelt. Ich vermute, er ist unterirdisch geflohen. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Kilometer Kanalisation es unter dieser prächtigen Stadt gibt? Das gehörte bislang nicht zu den Fragen, die mir regelmäßig den Schlaf rauben. Ich bin ganz sicher, dass Inspektor Rousseau eine vernünftige Suche organisieren wird. Wie konnten Sie und Rousseau so schnell am Tatort sein? Sie waren ja innerhalb weniger Minuten am Schauplatz der Explosion. Hatten Sie einen Tipp bekommen? Diese Informationsquellen von Inspektor Rousseau sind mir ein ständiges Rätsel, Monsieur. Ein paar Leute behaupten, er hätte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Und was glauben Sie? Ich glaube, er ist selbst der Teufel. Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Bitte? Wenn er sich einmal in den Kopf gebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. War das sein Ernst mit dem ganzen Psychopolizisten-Kram? Natürlich.
Inspekteur Rousseau ist ein Pionier und Visionär. Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf umkrempeln. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in L.A. klappt. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen? Ihnen irgendwas erzählt? Nein. Er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, also war das Treffen mit dem Clown geplant. Okay. Wie kommen Sie denn darauf? Der Zeitpunkt der Explosion lag zwischen 1:30 und 2. N'est-ce pas? Ich schätze schon, aber was ist mit dem Namen? Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaheddin, der Clown. Nicht weniger. Sehr gut. So, ich glaube, hier sind wir durch. Sehen Sie hier, Sergeant. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Hexerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist da der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer da. Ja, wie gesagt. Bis bald, Sergeant. Ich würde mir wünschen, wenn es mehr solche Spiele gibt. Also nicht bloß so eine Wimmelbildspiele, sondern wirklich richtige Point-and-Clicks. Ich hoffe, also es ist ja angekündigt, dass von Baphomets Fluch noch ein neuer Teil kommt, ne? The Parzival Stone soll ja nächstes Jahr oder Anfang nächsten Jahres kommen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Das Mädchen tut zwar selbstsicher, wirkt hinter dieser Maske jedoch eher bockig. Ein wie gesagt, ich hab, den man eigentlich eher bei einem jugendlichen Straftäter erwarten würde. Also Point and Clicks, also da bin ich ja, brenne ich ja wie Feuer für. So, jetzt quatschen wir mal mit der mysteriösen Frau, Mademoiselle. Na? Also George Stobbart. Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Was hier als die Bombe hoch? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt. Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschüttert. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott, er hat wieder zugeschlagen. So, jetzt müssen wir erstmal kurz... Schau mal, der Inspektor hat mir diese Karte gegeben. Rousseau? Weil manchmal... Kennst du ihn? Oh ja, wir sind uns schon mal begegnet. Ich wusste nicht, dass sein Vorname Augustin war. Es passt zu ihm, muss ich sagen. Weil manchmal ist das so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit dem Clown anfangen würde, dann kann es sein, dass das Gespräch dann erstmal beendet ist. Deswegen fange ich jetzt mal lieber von hinten an. Ich habe diese Zeitung vor dem Café gefunden. Das ist keine Zeitung, das ist ein Drecksblatt. Konkurrenz. Edin 1345. Klingt nach einem Wetteinsatz. Der Name eines Pferdes und die Zeit des Rennens. Ah ja. Was meinst du? Okay. Ja, das kann... Doch, ja. Ja. Das habe ich auch gedacht, aber der Name des Rennens ist nicht angegeben. Und nun? Ich habe nicht das geringste Interesse an Pferden. Du? Nein, aber es könnte einen Hinweis geben auf den nächsten Schritt des Mörders.
Meinst du, sein nächstes Opfer wird ein Jockey sein? Das ist doch neu, oder? Mich an mit einem verspielten. Das ist doch neu, der Text. Das habe ich noch nie gehört. Zweit hergeholt. Das habe ich noch nie gehört. Rosso blinzelte nicht einmal, als ich ihm von dem Clown erzählte. Als ob er es schon gewusst hätte. Das ist typisch für einen kalten Fisch wie Rosso. Ich habe schon Cheeseburger mit mehr Leben drin gesehen. Du sprichst ein gutes Englisch für eine Französin. Danke. Du sprichst ein gutes Englisch für einen Amerikaner. Okay. Jetzt könnten wir nochmal mit den, das mit dem Plantard hier. Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantard. Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Mhm. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Mhm. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Ja. Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Jetzt können wir an den Quatsch nochmal. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Okay, abgemacht. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur. Gut, ich... bis bald. So, sieh es schon mal los. Entschuldigen Sie, Sergeant. Bitte verschwinden Sie, Monsieur. Ja, toll. Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Hatte ich Ihnen jetzt diese Zeitung? Allerdings, das... Okay, gut, dann sind wir hier erstmal durch. Dann gehen wir hier jetzt hin und quatschen jetzt gleich mal mit dem Bauarbeiter, Leute. Die Tür ist fest verschlossen. Eingelassen in das riesige Tor ist eine kleinere Zugangstür. Okay, gut, Leute. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich finde das Spiel super. Ich werde auf jeden Fall so lange spielen, bis ich hier alle Achievements habe, bis ich auf jeden Fall durch bin. Wir werden, wie gesagt, am Donnerstag nochmal im Stream, so, ich schätze mal so gegen 17, 18 Uhr, am Donnerstag auf Twitch TV an der Waterfrank. Link ist unten in der Beschreibung drin, unter dem Video bei mehr Anzeigen. Und ich freue mich drauf. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele. Ich finde es so schön, dass sie das jetzt in dieser Pracht nochmal neu aufgelegt haben. Und wie gesagt, die Kickstarter-Bestellung, also an alle, die jetzt hier bei Kickstarter bestellt haben oder auch bei dem, bei der anderen Seite, bei Pledge Manager, wie das hieß, diese zweite Seite, die da noch gab. Die Bestellung wird leider erst nächstes Jahr kommen. Also alle, die die Collectors Edition bestellt haben, mit der Figur, mit dem Artbook, mit der Schallplatte, mit dem Handbuch, mit der Karte, das wird wohl erst nächstes Jahr an uns geliefert werden. Aber euren Steam Key müsstet ihr jetzt spätestens am Donnerstag bekommen. Oder beziehungsweise euren Switch Key und so weiter. Da gibt es ja unterschiedliche Keys, ne? Alles klar. Das soll es ja erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich werde hier jetzt schon mal abspeichern. Ich hoffe, wir können hier genügend Speicherstände machen. Ja, das schon automatisch, aber ich fange hier jetzt nochmal an. Ich hoffe, wir können hier genügend machen. Nicht, dass er hier manuelle Speicherung 14 bin ich nämlich schon. Gut, Leute. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke nochmal an Charles, Cecil und an
Revolution Software für die Bereitstellung. Freut mich wirklich sehr, dass ich hier schon mal im Vorhinein schon mal drüber berichten darf. Eins meiner Lieblingsspiele, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch schon gemerkt habt. Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.